Was geht ab? Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Anerkennung des palästinensischen Staates durch Irland, Norwegen und Spanien. Besser gesagt um die geplante Anerkennung. Heute reden wir darüber, wie viele Länder bisher Palästina anerkannt haben, wie Israel auf die geplante Anerkennung weiterer Länder reagiert hat, ob Israel Palästina anerkennt, ob Palästina Israel anerkennt, welche Bedeutung die geplante Anerkennung hat und wie Deutschland darauf reagiert hat. Auch heute werden wieder Sachen ans Tageslicht kommen, die du wahrscheinlich nicht wusstest und die dich vielleicht schockieren werden. Aber dieses Video ist wichtig. Also unterstützt das bitte, lass Liebe da, lass einen Kommentar da. Mit den Worten, herzlich willkommen und let's go. Wie eben schon erwähnt, Irland, Norwegen und Spanien haben verkündet, am 28. Mai 2024, also übermorgen, möchten sie offiziell den Staat Palästina anerkennen. Und damit ist das palästinensische Autonomiegebiet gemeint und nicht die Hamas im Gazastreifen. Nein, es geht tatsächlich mehr um die Westbank. Dort regiert nämlich aktuell die Fatah unter Abbas. Ich finde an dieser Stelle die Reden, die gehalten worden sind, sowohl von Irland als auch von Spanien und Norwegen richtig, richtig gut und möchte sie deswegen auch kurz einblenden. Millionen von Palästinensern, die leiden, möchten wir sagen, dass wir ihnen beistehen, dass es Hoffnung gibt. Und wir möchten deutlich machen, dass das Land und die Identität Palästinas in seiner Rechtsgültigkeit für uns existiert. Es kann keinen Frieden im Nahen Osten geben, ohne dass Palästinenser und Israelis jeweils ihren eigenen Staat haben. Es kann keine Zwei-Staaten-Lösung ohne einen palästinensischen Staat geben. Mit anderen Worten, der Frieden im Nahen Osten erfordert einen palästinensischen Staat. Am 21. Januar 1919 sprach Irland zur gesamten Welt, um als Staat anerkannt zu werden. Heute nutzen wir unsere Stimme, um die Anerkennung des Staates Palästina zu unterstützen. Wie war denn die Reaktion von Israel? Ihr könnt euch vorstellen, die haben sich nicht gefreut. Benjamin Netanyahu hat gesagt, dass man damit quasi den Terror belohne. Netanyahu mit deutlichen Worten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kritisiert die angekündigte Anerkennung Palästinas. Dies sei, in Anführungszeichen, eine Belohnung für Terrorismus, sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros. Sorry, ich muss kurz reingrätschen. 2 Millionen Palästinenser leben alleine im Gazastreifen. Und diese Menschen wollen endlich Frieden und Freiheit. Die wollen endlich ihre Rechte einfordern. Die haben eine eigene Kultur, die haben Staatsgebiet, die haben Staatsvolk, die haben eigene Kulinarität, die haben mehr als viele andere Länder, was die unterscheidet von anderen, und die wollen endlich einfach in Ruhe und in Frieden leben. Und weil sie es nicht können, weil sie eingezwängt in diesem Gebiet leben, sind die Menschen unzufrieden und daraus sind Aggressionen entstanden. Finden wir es gut? Nein. Soll es enden? Ja. Sollen Israelis leiden? Nein. Sollen Palästinenser leiden? Nein. Wie kann man das verhindern? Indem man diesen Menschen doch grundlegende Menschenrechte zugesteht, oder nicht? Und wenn man jetzt sagt, man hätte eine Zwei-Staaten-Lösung, das heißt, man würde sowohl Palästina als auch Israel anerkennen. Wie zum Teufel kann man daraus drehen, damit belohnt man den Terror? Die Hamas, die will keine Zwei-Staaten-Lösung. Wie kann man Terror belohnen, indem man ihnen etwas vorsetzt, was sie gar nicht wollen? Die Zivilisten, die unschuldigen Menschen wollen in Freiheit leben, egal wie. Hauptsache in Frieden leben. Hauptsache mein Kind stirbt nicht. Es fuckt mich einfach ab. Es fuckt mich einfach ab, was für ein ekelhafter Typ dieser Mensch ist, der versucht, die ganze Öffentlichkeit, die ganze Welt zu verarschen. Aber wir hören weiter. 80% der Palästinenser in Judäa und Samaria, in Klammern Westjordanland, unterstützen das furchtbare Massaker vom 7. Oktober, sagt er. Diesem Bösen kann man keinen Staat geben. Ein palästinensischer Staat wäre ein Terrorstaat, warnte er. Er wird versuchen, die Massaker vom 7. Oktober immer und immer wieder zu wiederholen. Israel könne dem nicht zustimmen. Den Terrorismus zu belohnen, wird keinen Frieden bringen und es wird uns nicht davon abhalten, die Hamas zu besiegen. Kurze Frage. Also das ist ja seine Antwort darauf, dass Israel, Norwegen und Spanien gesagt haben, wir erkennen Palästina an. Das ist keine Sache, die für die Hamas auch nur ansatzweise förderlich wäre. Jetzt sagt Benjamin Netanyahu, das wird dazu führen, dass sich solche Massaker wie am 7. Oktober, Gott bewahre, immer wieder wiederholen werden. Kurze Frage, wenn Irland, Norwegen und Spanien die nicht anerkannt hätten, dann wird das nicht wieder passieren? Was ist das für ein Argument? Was ändert es daran, dass Irland, Norwegen und Spanien gerade gesagt haben, wir erkennen das Land an? Das ist eher sogar schlecht für die Hamas. Netanyahu ist ein Politiker, der es besser wissen sollte und er weiß es besser, aber er labert halt Bullshit. Er versucht wirklich, die gesamte Weltbevölkerung für dumm zu verkaufen. So, und wie ein bockiges Kind hat Benjamin Netanyahu angewiesen, dass die Botschaft da von den jeweiligen Ländern, Irland und Norwegen und ich habe gehört, Spanien soll bald auch folgen, wieder zurück nach Israel beordert worden sind.
Die haben die Botschafter zurückgezogen. Und dann hat Benjamin Netanyahu ein Video ausgepackt, wo man grausame Szenen sieht. Grausame Szenen, wo Soldatinnen, israelische Soldatinnen, gefangen genommen worden sind von der Hamas. Netanyahu hat das gezeigt, um zu zeigen, guck mal, die unterstützt ihr. Und schon wieder, diese Entscheidung von Irland, Norwegen und Spanien unterstützt keineswegs die Hamas, die eben keine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Das heißt, wenn man den Staat Palästina anerkennt, neben dem Staat Israel, weil man Palästina ja nicht auf dem gesamten Gebiet anerkennt, sondern auf den Grenzen von 1967, dann schwächt man damit sogar die Position der Hamas, weil man sich dadurch einem Friedensprozess nähert. Die Bevölkerung würde dann glücklich werden über den Friedensprozess. Wenn sie dann frei leben könnten, würde niemand mehr die Hamas als für notwendig empfinden, dass diese Hamas die befreien muss, weil wenn die schon frei sind. Das heißt, man würde der Hamas sogar die komplette Existenzgrundlage entziehen, wenn man Gaza endlich befreien würde. Aber er zeigt diese Videos. Und jetzt Frage, was wollte man mit diesen Videos bezwecken? Wollte man, dass die Botschafter der jeweiligen Länder emotionalisiert werden, sehen, was für grausame Bilder das sind und dann sagen, okay, weißt du was? Wir werden Palästina doch nicht anerkennen. Würde das bedeuten, dass Netanyahu denkt, dass Gräueltaten, die passiert sind, einen Staat delegitimieren könnten? Denn wenn Irland, Spanien und Norwegen Palästina anerkennt am Dienstag, ist es für sie de facto ein Staat. Und wenn die dann dieses Video sehen und der Sinn und Zweck dahinter, denen das Video zu zeigen, ist ja, dass sie eben Palästina nicht anerkennen. Das heißt, der Sinn hinter Netanyahus Vorhaben war die Delegitimierung eines Staates aufgrund von Gräueltaten. So, und jetzt drehen wir den Spieß um, weil wenn man das nicht machen könnte, wäre man ja ein Heuchler und dann würde man sagen, gut, die ganzen Gräueltaten der IDF, die wir auf diesem Kanal in fast 40 Videos gesehen haben. Wenn man diese ganzen Gräueltaten, dazu gibt es Videos en masse. Ich habe ein Archiv, ich muss mir das leider angucken, weil ich Videos über diese Thematik drehe. Ich kann selber jede Nacht nicht schlafen und habe Albträume. Wenn man diese Gräueltaten nimmt, wären sie dann auch ein valides Argument für die Delegitimierung des israelischen Staates? Nein, oder? Was für ein wackes Argument dann. Also entweder, wenn man diese Gräueltaten zeigt und damit den Ländern sagen möchte, erkennt Palästina nicht an, dann müsste man diese Gräueltaten auf der anderen Seite zeigen und sagen, Israel auch nicht anerkennen. Oder man zeigt es nicht. Was ist das für eine wacke Taktik? Also Israel hat sich an dieser Stelle erneut bis auf die Knochen blamiert. Aber bevor wir uns jetzt in Nebenthematiken verlieren, machen wir weiter. Bevor diese drei Länder Palästina anerkennen, wie viele Länder davor haben überhaupt Palästina anerkannt? Die Vereinten Nationen haben 193 Mitgliedstaaten. Und von diesen 193 haben unfassbare 143 Länder Palästina bereits anerkannt. Das erste Land war übrigens Algerien. Am 15. November 1988 wurde in Algerien von der PLO die Unabhängigkeit des Staates Palästina ausgerufen. Und wie ihr es an der Karte erkennen könnt, heute erkennen beinahe alle Nationen Südamerikas, Afrikas, Asiens, inklusive der Vetomächte im UN-Sicherheitsrat China und Russland, Palästina an. Dagegen sind größtenteils Europäer, USA, Kanada und auch vereinzelt Japan. Ich glaube, hier sieht man ziemlich gut, welche Ecke Palästina eben nicht anerkennt, während fast ausnahmslos alle anderen Länder dieser Welt Palästina anerkennen. Okay, nun werden jetzt inshallah am Dienstag Irland, Spanien und Norwegen folgen. Und damit wären es schon 146 Länder von den 193 Ländern der Vereinten Nationen, die Palästina anerkennen. Übrigens nur so nebenbei, Israel wird von 165 Ländern anerkannt. Das heißt, ab Dienstag sind es nur 19 Länder Unterschied zwischen den beiden. Die einen 165, die anderen 146. Jetzt werdet ihr euch fragen, das ist aber ziemlich nah beieinander. Wenn so viele Länder Palästina anerkennen, warum sind sie kein Land? Warum haben sie keine Armee? Warum, ne? Wir haben ja schon die Karte gesehen, ich blende es nochmal ein. Der Grund, warum es so ist, wie es ist, liegt daran, welche Länder Palästina nicht anerkennen. Ach so, und ich habe ein Land vergessen, was Palästina übrigens auch nicht anerkennt. Und das ist Israel. Israel erkennt natürlich Palästina nicht an. Warum sage ich natürlich? Aktuell gibt es eine stark rechte Regierung in Israel. Die herrschende Partei dort ist die Likud-Partei, wo der Vorsitzende übrigens Benjamin Netanyahu ist. Benjamin Netanyahu werdet ihr alle kennen. Und ich möchte euch jetzt kurz das Gründungsprotokoll von dieser Likud-Partei vorlesen. Das Recht des jüdischen Volkes auf das Land Israel ist ewig und unbestreitbar und ist mit dem Recht auf Sicherheit und Frieden verknüpft. Deshalb werden Judäa und Samaria keiner ausländischen Verwaltung übergeben.
zwischen dem Meer und dem Jordan besteht ausschließlich israelische Souveränität. Das ist übrigens die israelische Version von From the River to the Sea, bedeutet eins zu eins dasselbe. Also das, was sie in den letzten Monaten als terroristischen Ausruf eingestuft haben, haben sie selber in ihrer Gründungsschrift. Aber wir lesen weiter. Ein Plan, der Teile des westlichen Eretz Israels aufgibt, unser Recht auf das Land untergräbt, unvermeidlich zur Gründung eines palästinensischen Staates führt, die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung gefährdet, bringt die Existenz des Staates Israel in Gefahr und macht jede Aussicht auf Frieden zunichte. Das heißt, das ist übrigens extrem rassistisch, aber das heißt, Israel hat in der Gründungsschrift der aktuell regierenden Partei die Existenz eines anderen Staates für so wichtig gehalten, dass sie deren Ablehnung in ihre Gründungsschrift ganz vorne mit reingepackt haben. Das wäre zum Beispiel so, ich gründe morgen eine Partei, und unter den Top 5 Punkten meiner Partei ist Punkt 1 zum Beispiel, wir erkennen Holland nicht an. Gut, das ist nicht hundertprozentig treffend, weil Holland gibt es ja schon und ist schon als Staat anerkannt, aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt, die haben in dieser Partei, anstatt sich auf die innerpolitischen und israelspezifischen Ziele zu fokussieren, haben sie es als Hauptbestreben ihrer Partei gesehen, zu verhindern, dass es einen palästinensischen Staat gibt. So wie Israel immer sagt, dass die Hamas sich als Ziel genommen hat, Israel zu zerstören, so hat die Likud-Partei, die aktuell regierende Partei in Israel, es sich als Ziel gesetzt, überhaupt eine palästinensische Regierung gar nicht zuzulassen. Also es käme gar nicht dazu, dass es zerstört werden müsste, weil das wird es nicht geben. Okay, wir haben diesen Standpunkt jetzt klar gemacht. Jetzt fragen wir uns, erkennt denn Palästina, also die PA, die palästinensische Autonomiebehörde, erkennt die denn Israel an? Und die überraschende und vielleicht für viele schockierende Antwort ist, ja, Palästina ist ein Land, was Israel anerkennt. 1993 wurden Friedensverträge zwischen der PLO und Israel unterzeichnet. Und seitdem erkennt Palästina Israel an. Das ist ein wichtiger Punkt, weil später werden Aussagen folgen wie, dass sie es nicht täten, und später wird auch Netanyahu sagen, dass man das nicht zulassen kann, weil das wäre dann ein Terrorstaat. Also ein Staat, der Israel anerkennt, ist ein Terrorstaat. Aber die israelische Regierung, die sich selbst als Ziel gesetzt hat, überhaupt die Entstehung eines anderen Staates zu verhindern, die sind... Und das hier ist überhaupt kein heftiger Leak. Ein Auszug aus der Frankfurter Rundschau. Was wenig überraschen dürfte, ist, dass Israel Palästina bis heute nicht als Staat anerkennt. Insofern ist die pauschale Weigerung seines Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, über eine Friedensordnung nach dem aktuellen Krieg in Israel zu diskutieren, die eine Zwei-Staaten-Lösung umfassen könnte, gewissermaßen konsequent. Palästina erkannte den Staat Israel dagegen schon 1993 im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses an, der eigentlich in einer friedlichen Koexistenz zweier Staaten gipfeln sollte. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, sagte zudem, wir sind nicht hierher gekommen, um einem vor Jahren gegründeten Staat, nämlich Israel, die Legitimität zu entziehen. Wir sind vielmehr hier, um die Legitimität des Staates zu bekräftigen, der jetzt seine Unabhängigkeit erlangen muss, nämlich Palästina. Also wer will wen delegitimieren? Wer erkennt wen nicht an? Welcher Staat will, dass der andere nicht existiert? Die bösen, bösen Palästinenser sind alles Terroristen. So. Aber welche Bedeutung hat es jetzt, dass Irland, Spanien und Norwegen vorhaben, am Dienstag den Staat Palästina anzuerkennen? Erst einmal hat es natürlich eine symbolische Bedeutung. Eine symbolische Bedeutung dahingehend, dass diese Länder sagen, wir müssen den Friedensprozess vorantreiben. Und natürlich hat es auch eine Wirkung auf andere Staaten, denn das Ziel ist ja, dass mehr Länder Palästina anerkennen. Und einige Länder haben sich schon einigermaßen bereit erklärt, wie zum Beispiel Slowenien und Malta, auch europäische Länder. Aber natürlich baut das auch Druck auf Israel auf, denn je mehr Länder Palästina anerkennen, desto mehr Rückenwind bekommt ja auch Palästina. Dementsprechend ist zu behaupten, dass das sinnfrei wäre und gar nichts bringen würde, verkehrt. Denn wenn kein Land überhaupt Palästina anerkennt, dann spielt Palästina gar nicht auf Augenhöhe, und dann haben wir das Schlamassel der letzten 7-8 Monate, dass wir auf der einen Seite ein Land haben mit einer Armee und auf der anderen Seite haben wir eben 2 Millionen Menschen alleine im Gazastreifen, die sich gar nicht verteidigen können. Und dann haben wir dort die Hamas, die am 7. Oktober diese Gräueltaten ausführt, und diese 2 Millionen Menschen werden dafür verantwortlich gemacht. So, jetzt sollte man meinen, das ist doch eine schöne Geste von Irland, die selber einst genau diese Bitte an die Welt herangetragen haben. Bitte erkennt uns an. Die jetzt sich einsetzen für andere Menschen, die genau dieselbe Bitte haben. Und so kommen wir auch zum Finale dieses Videos. Und zwar, was ist denn die deutsche Meinung zum Vorhaben von Irland, Spanien und Norwegen? Es gibt definitiv positive Stimmen.
Und das hat mich so stolz gemacht. Muriel Assenburg aus der Stiftung Wissenschaft und Politik. Deutschland wird diesen Schritt jetzt nicht gehen, sollte ihn aber unterstützen und nicht ablehnen. Schließlich unterstützt es auch eine Zwei-Staaten-Regelung. Oder eine Info, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet, vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kam 2019 zu dem Schluss, dass es schon jetzt keine grundsätzlichen völkerrechtlichen Vorbehalte gegen eine deutsche Anerkennung Palästinas gebe. Diplomatische Beziehungen unterhalten beide Seiten. Es gibt ein deutsches Verbindungsbüro in Ramallah in Westjordanland, das teils Aufgaben einer Botschaft übernimmt. Das heißt, dem würde eigentlich nichts im Wege stehen. Es gibt auch andere Stimmen in Deutschland. Linken-Chef Martin Schirdewan etwa fordert eine Anerkennung Palästinas und eine Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen von 1967. Die Bundesregierung hätte die Initiative anderer EU-Länder zur Gründung eines palästinensischen Staates unterstützen sollen. Das ist längst überfällig, sagt Schirdewan ZDF heute. Jetzt müssen Scholz und Baerbock endlich aktiv werden und eine entsprechende EU-Initiative anstoßen. Und weiter heißt es von Muriel Assenburg, der Schritt stellt ja gerade eine Alternative zum bewaffneten Kampf dar. Er kann damit auch die palästinensische Autonomiebehörde stärken, die nach wie vor an einer Zwei-Staaten-Regelung festhält. Was Muriel Assenburg damit meint, ist bezogen auf die Reaktion von Israel. Und zwar, dass damit quasi Terrorismus belohnt werden würde. Und die Aussage dahinter ist, nein, what the fuck? Das ist doch gerade die Alternative zum bewaffneten Kampf. Dass man sagt, okay, ihr redet nicht miteinander. Schon seit 20, 30 Jahren. Offensichtlich hat das nichts gebracht. Je mehr Länder Palästina anerkennen, desto mehr ist Israel gezwungen, eine politische Lösung zu finden, die ja die PA möchte, also die palästinensische Autonomiebehörde, unter der Fatah, unter Abbas, der immer wieder auch öffentlich gesagt hat, dass sie den israelischen Staat nicht delegitimieren wollen. Entgegen des Gründungsprotokolls der Likud-Partei, die gerade in Israel regiert und die einen palästinensischen Staat sehr wohl delegitimieren, besser gesagt in Keim ersticken und gar nicht erst entstehen lassen möchte. Und zu den positiven Stimmen zähle ich auch Daniel Gerlach, Nahost-Experte. Was der zu der Thematik gesagt hat, und ich finde seine Worte sehr positiv und sehr smart, blende ich euch jetzt ein. Es gibt diejenigen, die sagen, wir müssen erst warten, bis es Verträge gibt. Und dann gibt es diejenigen, die irgendwo so in der Mitte sind, sagen, wir würden zwar, aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Fest steht, das Gegenteil von dem, was jetzt Spanien, Norwegen und Irland tun, das hat man schon versucht, nämlich seit ungefähr 30 Jahren, den Zeitpunkt hinauszuzögern und erstmal Tatsachen zu schaffen und dann die Anerkennung eines Staates zu erwirken. Und das hat nicht funktioniert. Also kann man wohl auch verstehen, dass man es jetzt mal andersrum aufzieht. Nun hat man dann trotzdem immer noch die Hamas, und würde Israel jetzt sagen, die Israel vernichten wollen, direkt vor der Haustür. Und das ist ja auch einer der Hauptgründe oder der Hauptargumente von Israel zu sagen, wir wollen da nicht auch noch einen Staat vor unserer Haustür haben, der uns vernichten will. Ja, ich glaube, die Argumente, warum man eine Zwei-Staaten-Lösung nicht möchte, die sind vielfältig. Die Regierung Netanyahu hat ja nun mit der Hamas gelebt und hat auch verlauten lassen, Netanyahu selber, dass wenn man die Zwei-Staaten-Lösung verhindern möchte, dann müsse man eben mit Hamas leben. Also insofern, dieses Argument zieht nicht permanent. 7 Monate nach den Terroranschlägen der Hamas vom 7. Oktober, mitten in einer Kriegsszenario mit solchem Anerkennungsvorstoß zu kommen, ist das wirklich klug zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Und vor allen Dingen, warum zum jetzigen Zeitpunkt? Schauen Sie, auf der einen Seite sagt man, das ist eine Anerkennung für die Ziele der Hamas, aber die Hamas ist letztendlich ja nicht die Organisation, die etwas davon hätte. Die Hamas ist auch nicht diejenige, die die Zwei-Staaten-Lösung in den letzten Jahren propagiert hat. Das ist ja eher die Konkurrenz der Hamas. Dann reden wir nicht nur über den Gazastreifen, sondern der große Teil ist ja das Westjordanland. Und da kann die Situation auch explodieren. Und die Situation, die ja mit zum 7. Oktober geführt hat, ist ja diese vollkommene Perspektivlosigkeit, verbunden mit den terroristischen Aktivitäten und mit einer sehr kompromisslosen Haltung der Israelis. Das Westjordanland könnte sich ähnlich entwickeln und dem muss man durch Perspektiven wahrscheinlich entgegenwirken. Und ich denke, das ist auch das Kalkül derjenigen, die sagen, wir müssen jetzt handeln und sollten es nicht nur beim Lippenbekenntnis lassen. Aber leider gibt es auch negative Stimmen aus Deutschland. Und wie hätte man es auch anders erwartet, Annalena Baerbock ist ganz vorn mit dabei. Aber bevor wir zu ihr kommen, kommen wir zu Michael Roth. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth aus der SPD, nannte die Anerkennung Palästinas ein falsches Signal zur falschen Zeit. Er fürchte, dass man so der notwendigen Zwei-Staaten-Lösung nicht näher kommt, sagte Roth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe keine funktionierende Staatlichkeit in Palästina und die Autonomiebehörde erkenne Israel nicht an. Also erstmal lügt er hier offiziell, denn wir haben gerade gesehen, Palästina erkennt Israel sehr wohl an. Und zu dem Rest? Ehrlich,
Was ist die Voraussetzung vom IQ her, dass man Politiker werden muss? Wie kann man in so wenigen Sätzen, wirklich in so wenigen Sätzen, so einen gequälten Scheiß von sich geben? Nach dem Oslo Abkommen, wo es eigentlich zum Frieden kommen sollte, 93, gab es 31 Jahre inzwischen blutige Auseinandersetzungen. Alles hat offensichtlich nichts gebracht. Die letzten Friedensverhandlungen wurden 2014 eingestellt. Die größte humanitäre Katastrophe dieses Jahrhunderts passiert gerade im Gazastreifen. Und als einige Länder sagen, wir erkennen Palästina an, damit die auf Augenhöhe einen Frieden verhandeln können und damit ein bisschen Druck gebracht wird, damit Israel nicht die ganze Zeit bockig abblockt und sagt, nö, ich verhandle nicht. Da sagt der Typ, das bringt doch nichts. Was bringt denn dann was? Soll man noch mehr Zivilisten töten? Michael Roth, offiziell nach Annalena Baerbock, unsympathischster Politiker Deutschlands, wenn man die AfD ausklammert. Ach so, und Olaf Scholz gibt's ja auch noch. Aber den Bock abgeschossen hat auch Jürgen Hart von der CDU. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart, CDU, warnte vor einer Anerkennung Palästinas. Er warnt davor. Die bewährte Formel, dass dies erst im Zuge erfolgreicher Friedensverhandlungen möglich sei, müsse weiter gelten, sagte er der Rheinischen Post. Er sagt, nee, die dürfen die Anerkennung nicht kriegen. Erst müssen die Friedensverhandlungen führen und wenn das erfolgreich läuft, dann belohnen wir die erst mit der Anerkennung. Der tut so, als ob das eine Tüte Bonbons wäre. Hör mal, hast du Lack gesoffen? Jeden Tag sterben da Kinder. Alles, was dazu beitragen könnte, dass Palästina sich mit Israel einigermaßen auf einen Waffenstillstand einigt, ist förderlich. Und der sagt, dürfen wir nicht machen. Normalerweise müssen die vorher reden. Was sollen die machen? Was sollen die machen, wenn Israel nicht redet? Was sollen die machen? Wir haben vorher gelesen, dass Netanyahu, der sich weigert für Friedensverhandlungen, er ist konsequent. Warum ist er konsequent? Weil in deren Gründungsschrift es heißt, dass die einen palästinensischen Staat verhindern müssen und werden. Das ist einer deren obersten Ziele. Der ganzen Welt ist bewusst, dass wenn der sich weigert für Friedensverhandlungen, dass er sich gerade einfach nur konsequent verhält. Weil das eben genau das ist, wofür die stehen. Und wie kann dann so ein Typ sagen, erst Friedensverhandlungen, Israel will aber nicht. Ja, Pech, wenn die nicht wollen, dann wollen sie nicht. Aber Bro, sollen wir das Land nicht trotzdem anerkennen, damit vielleicht die Kinder nicht mehr sterben? Haben die vorher geredet? Nein, ich sag ja, Israel will nicht. Ja, Bro, dann Pech. Die bewährte Formel muss weiterhin gültig sein. Jürgen Hart hat gerade Michael Roth überholt. Annalena Baerbock noch nicht. Und Olaf Scholz, Alter, tu den mal komplett noch zur Seite. Aber kommen wir mal zu Annalena. Denn Annalena hat auch was dazu gesagt. Hören wir rein. Deutschland ist bekanntermaßen einer der größten Unterstützer der Palästinenser. Ach wirklich? Die größten Unterstützer von Palästina, sagst du? Hast du heimlich TikToks gedreht, von denen ich nichts mitbekommen habe? Hast du deinen Privatjet und deinen Dienstwagen, den du so oft für private Fahrten missbrauchst, hast du den gespendet? Hast du beim Treffen mit Abbas en Ramallah dem vielleicht so einen Nussknacker mitgebracht? Das, was man normalerweise in die Türkei immer mitbringt, diese Schokolade? Wie kommst du drauf, dass Deutschland einer der größten Unterstützer der Palästinenser ist? Wie kommst du drauf? In was für einer Parallelwelt lebst du? Hast du zu viel Avengers geguckt oder was? Daher ist ein eigenständiger Palästinenserstaat festes Ziel deutscher und europäischer Außenpolitik. Ach, ernsthaft? Festes Ziel, sagst du? Andere Länder erkennen gerade an und du sagst, bringt nichts. Wenn das wirklich ein festes Ziel wäre, hätte man auch etwas dafür getan. Und wenn man merkt, die eine Seite, Israel, will nicht reden, dann hätte man auch konsequent gegenüber Israel sein müssen und vielleicht auch Sanktionen verhängen müssen. Aber wenn das so ein wichtiges Ziel für euch ist und die sich weigern, dann werdet ihr doch bestimmt Palästina anerkennen, oder nicht? Wenn eine einfache Anerkennung jetzt in diesem Moment Frieden bringen würde, dann würde, glaube ich, kein Mensch, kein Politiker auf dieser Welt zögern. Du bist auf dem Weg. Ja, genau, weil das wird dir was bringen. Du sagst selber, wenn es was bringen würde, wäre kein Mensch dagegen. Komm, sprich's aus. Deutschland erkennt Palästina an. Sprich's aus. Für eine Lösung dieser furchtbaren Situation, die wir gerade erleben müssen, da braucht es eben keine symbolische Anerkennung, sondern da braucht es eine politische Lösung. Was soll das denn jetzt bedeuten? Also du erkennst Palästina nicht an, weil du sagst, das wäre nur eine symbolische Anerkennung. Die brauchen aber eine politische Lösung. Aber die politische Lösung kann ja erst dann folgen, wenn genug Länder aus dem Westen, die gerade Israel blanko mit Blankoschecks unterstützen, wenn die Länder den Rücken stärken, dann kann ja eine politische Lösung erst folgen. Oder wenn irgendjemand mit denen redet. Macht ja aber gerade keiner. Ich verstehe nicht, was laberst du? Für eine Lösung des Nahostkonflikts und für die Zwei-Staaten-Lösung braucht es direkte Verhandlungen auf beiden Seiten. Und da hat sie den Vogel abgeschossen. Diese Ausrede kannst du nur bei Leuten bringen, die keine Ahnung haben. Und
Ich weiß, dass du darauf hoffst, dass die meisten nicht checken, was für ein Bullshit gerade geredet worden ist. Aber ich übersetze es den Leuten. Das, was die liebe Annalena gerade gesagt hat, ist, Israel will nicht. Und wir wollen Israel nicht dazu zwingen, weil sonst verscherzen wir es uns mit Israel. Also wenn wir jetzt Palästina anerkennen, dann bauen wir Druck auf. Dann muss Israel vielleicht mit denen reden. Aber Israel will nicht. Also, was machen wir? Wir sagen, nö, die müssen das erstmal unter sich klären. So wie jemand, der sich raushalten möchte, weil er selber keine Partei beziehen möchte, weil er sonst einer Partei nicht gefallen würde. Das ist so, wie wenn dein Vater deine Mutter schlägt die ganze Zeit und du als Kind gehst aber nicht dazwischen, weil du willst A, selber keine Schläge von deinem Vater kriegen und B, du willst nicht, dass dein Vater falsch von dir denkt. Dir tut es zwar leid, dass deine Mutter die ganze Zeit kaputtgeschlagen wird, aber du sagst, das ist deren Problem. Die müssen das erstmal unter sich selber klären, obwohl du genau weißt, die werden das nicht unter sich selber klären. Dein Vater wird deine Mutter so lange kaputtschlagen, bis sie hops geht. Das ist eigentlich eine perfekte Metapher für diese Situation. Schon traurig war, wie sogar Leute, von denen man das niemals gedacht hätte, inzwischen solidarisch sich mit Palästina verhalten und halbwegs gescheite Sätze von sich geben und Annalena, unsere Außenministerin, ich sag's dir, die schlechteste Außenministerin, die wir jemals hatten, bis heute, die schafft es sogar aus so einer Sache, aus einer schönen Sache, wo sich Irland, Spanien und Norwegen zusammenschließen und sagen, wir erkennen symbolisch Palästina an. Damit es vielleicht was ändert auf der Welt. Sogar das schafft sie, schlecht zu reden. Sie ist einfach die Mutter von Charlie Harper. An allem findet sie was auszusetzen. Und überall schafft sie auch irgendeinen Versprecher mit reinzubauen. Einfach der deutschen Sprache nicht mächtig. Mit den Worten, lasst gerne ein Like da, lasst gerne Liebe in den Kommentaren da. Ich brauche diese Unterstützung. Damit supportet ihr die ganze Sache. Und ja, was soll ich noch sagen? Passt auf euch auf und Peace.